Avatus, voll IP-based Konsole. Das Konzept dahinter ist, dass ich hier die DSP von der Oberfläche erstmal trennen kann. Im Hinblick auf Remote-Produktionen gesehen, dass ich die Oberfläche über ein ganz normales Netzwerk anbinden kann und Zugriff habe auf die DSP-Ressourcen, die irgendwo stehen. Durch die Touch-Bedienung habe ich Zugriff auf alle Parameter, individuell in den Channels. Die Größe der Konsole ist erstmal auch mit 12 Vätern in einer Einheit maximiert. Natürlich mit 16 Layern lassen sich hier viele Kanäle gleichzeitig bearbeiten. Alle Funktionen über die Touchscreen aufzurufen, bis zur Zentralbedienung. Also es gibt keine Zentralbedienung, wenn man in großen Konsolen nicht kann, diese Zentralbedienung überall aufrufen. Und natürlich auch das Monitoring für Control Rooms, alles hier. Hab ständig auch alles im Blick. Die Meterings lassen sich auch nach unten schalten. Und durch das Color Coding habe ich auch immer den Überblick, wo ich gerade drehe. Die Idee dahinter war letztendlich, dass wir wirklich die Abstraktion bekommen vom DSP Core, um hier ein unabhängiges Development machen zu können. Also die Softwerker machen an der Oberfläche die Funktionalitäten rein. Und die zweite Abteilung im Development macht im Prinzip den DSP-Core. Das gibt uns natürlich dann auch wieder den Vorteil, dass wir in der DSP-Core-Generation jederzeit wechseln können. Sobald ein neuer DSP-Kern fertig ist, wird er dann einfach hier unter diese Oberfläche geschoben und sollte dann tunlichst natürlich auch wieder alles das tun, was die alte Generation dann bis geleistet hat. Remote Production ist letztendlich das große Stichwort. Man will von überall, überall hin zugreifen. Man stellt nur eine DSP-Einheit ohne Hardware dorthin und kann das zum Beispiel auch über so eine Webbrowser-Applikation bedienen, das Pult mit allen Funktionen, wo dann eben auch einzelne Kanalfunktionen größer gezoomt werden, vom EQ bis zu den Dynamikeinheiten, selbstverständlich auch das Routing, all das wird hier beinhaltet. Natürlich Glasfaser nach wie vor ein Thema, um Entfernungen auch von der Oberfläche zum eigentlichen DSP-Core zurückzulegen. Aber letztendlich lässt sich dann auch alles mit Kupfer erledigen. Es findet kein Audio-Processing direkt in der Konsole statt. Es wird ein kleines Audio-Board geben, das natürlich Near-Field-Monitoring, Talk- und Talkbacks abdecken wird und Headphones. Das wären so die einzigen Audio-Applikationen und eben noch ein Weg für Messinstrumente. In weiterer Zukunft wird man natürlich auch darauf achten, dass man gerade auf dieser Grund dieser Touch-Technologie noch weitere, wenn man mal, Implementationen macht, um Bedienungen von Third Parties möglich zu machen im Hinblick auf Plugins. Da ist dann der Access direkt leichter, weil ein direktes Mapping auf Drehknöpfe ist von den meisten Plugins nicht vorgegeben. Das heißt, über die Touchscreen geht es dann doch etwas komfortabler auch für den User und definitiv schneller im Zugriff. Wo war ich noch? Farbkodierung. Haben wir einerseits die Farbkodierung für die Kanaltypen, ob Input, Output, Channels, Gruppen, Summen, Auxiliaries und die zweite Farbkodierung, die sich dann nur auf diese Doppeldrehgeber bezieht, was die Funktionalitäten im Kanal betrifft. So hat ein EQ, Limiter, Kompressor, all die Funktionen haben eine eigene Farbe dann zugewiesen. Und man sieht dann das auch direkt anhand der Kodierung. Die weiteren Sachen wie Redundanz wird natürlich dann auch groß geschrieben. Das heißt, wir werden auch hier in der Konsole eine IP-Redundanz drin haben, die dann automatisch im Ausfall einer Instanz umschaltet, ohne dass hier Sachen verloren gehen, wie Backups und so weiter. Also auch all diese bewährten Features, die
StageJig ja jahrelang schon bietet, auf den Konsolen nach wie vor beibehalten. Und so wird es dann hoffentlich zukünftig in die Richtung IP alles offen stehen. Ja, die Verfügbarkeit, wir versuchen natürlich, es ist natürlich noch einiges zu machen, Verfügbarkeit, wir versuchen so Ende des Jahres mit der ersten Version, die man auch wirklich in die Audiobearbeitung einbinden kann, zur Verfügung zu stehen, aber festnageln kann man uns da leider noch nicht an der Stelle, aber wir setzen natürlich alles dran, weil es auch in damals die Rückmeldungen, die wir haben bisher für die Neuentwicklung, geben natürlich da auch einen gewissen Druck in die Richtung, dass wir da schnellstmöglich bereit sind für sowas. Sehen Sie das Produkt in erster Linie? Also in erster Linie, generell sind wir ja hauptsächlich auf Broadcast spezialisiert. In all den Jahren hat sich das immer bewährt. Vom Broadcast kommen natürlich viele Anforderungen, gerade in Remote-Produktion und alles auf IP. Da darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass hier nicht nur die IP-Traffic gewährt ist zwischen den Audioprozessoren, sondern die Integration in das komplette IP-Netz, das dann irgendwann installiert ist, sodass dann alle möglichen Protokolle, ob das jetzt AES-70, AES-67 oder alles was darüber, alle SMT-Protokolle, die damit abgedeckt werden sollen, in sogenannten Orchestration Layers, dass das alles administriert werden kann und bis dahin auch genutzt werden kann. In weiterer Folge versuchen wir natürlich dann auch den Theatermarkt weiter zu bedienen und in den Live-Markt. Das wird hier wahrscheinlich etwas leichter gehen, da wir die Oberfläche oder sagen wir das Touchscreening wirklich anpassen können an die Kunden und sagen, wenn diese Funktion brauche ich da gar nicht drinnen, dann passt man diese Screens einfach an die Applikationen und so hat man wahrscheinlich dann im Live-Markt viele Funktionen nicht drin, die im Broadcast und umgekehrt. Also da lässt sich sicher einiges modifizieren. Bitte.